Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gaming-HD-Freunde, und herzlich willkommen zur Häcksel-Aktion Nummer 1. Ja, erstmal, ich habe noch nicht gesagt, dass ich euch begrüßt habe, Mensch. Und ich begrüße das gesamte Team: Pixel, Teufel, Mattes, Tommy, Leon, Daniel, Mirko und Paddy. Ich wollte eigentlich noch sagen, auch herzliche schönen guten Tag von meiner Seite aus, denn ich nehme ja jetzt auch auf. Mirko, Leon, Daniel. Mirko, Daniel, Leon, so. Ja. Darum immer nach der Reihenfolge. Ey! Sorry. Patrick. Ja? Wo bringen wir das Zeugs denn hin? Das zeige ich den Abfahrern dann. Wenn es soweit ist. Hinten bei unserem Silo, oder nicht? Daniel und Leon, ihr könnt auch schon Richtung Silo fahren. Fällt mir gerade ein. Das ist doch unser Dings, oder nicht, wo wir das hin? Ja, auf dem Haupthof, da wo schon Gras drin ist, Leon, ne? Ja, ich weiß es. Also ich fahre jetzt mit 43 km/h durch. Daniel, fahr mal bitte da auf 43? Das... Obwohl, hier ist eine 30er-Zone, wir sollten auf 30 bleiben. Auf der Bundesstraße fahren wir dann gleich 43. Das ist ganz schwer, da rumzukommen. Also die Blinker von dem Ford sehen ja hinten geil aus. Volle mit den großen Treckern. So, wir warten hier immer am Straßenrand. Hier. Wir fahren zu 63, wenn wir uns verlieren sollten. 63, warte mal. Jetzt muss ich selber erst mal gucken, welches da ist. Da hättest du eigentlich besser links rumfahren können und dann da... Hä, wieso? 63 ist doch ganz unten. Was? Ah ja, unten links. Wer steht noch beim Hof jetzt? Oh, wer fährt gerade? Tommy ist auch noch beim Hof, ne? Aber Tommy kommt ja nach. Ja, nee, Tommy, ich fahr dann die erste Zeit fahre ich für Tommy, bis er wieder Mirko, da ist. Mirko, kannst du Hinterradlenkung fahren? Geht. Ja, fahr langsamer. Also jetzt ja 43. Rufe Paddy an. Ja. Ja, hi, kommst du sofort hier zum Haufen hin, nämlich die Reifen anzubauen, kann man nicht alleine, weißt du ja. Ja, müssen wir eben versuchen. Ich muss jetzt erstmal die Kolonne hinbringen. Daniel kommt doch gleich auch. Ach ja, wir können auch über das Funkgerät sprechen. Patrick muss ihm das eben sagen. Oh ja, hier nächstes Mal über Funkgerät hier. Du hast hier auch ein Funkgerät. Ich habe auch ein Funkgerät mit hier dran, ne? Ja, mein Auto ist auch einer. Ja, aber ich habe den noch nicht umgeschaltet, darum habe ich immer einen in der Hose dran, dass wenn ich auch mal draußen bin. Merkt euch das Feld hier, das ist das nächste, was gehäckselt wird. 57? Ach ne, hier. Ja, 57, richtig. Weißt ihr, dass der Häckselfahrer gleich weiß und die anderen auch, wo ihr hingeht, wenn ihr das fertig habt. Hoffentlich. Ja, komm, lass mal eben dran bauen. Au, ruck. Eben noch bei dir dran bauen. Ich fahre mir einfach mal der Erste ist. Ja, so standen wir da doch auch. Ja. Ist aber auch gut, dass du der erste Abfahrer bist. Fahre ich überhaupt richtig? Ja, ich fahre richtig. Ja, wir sind doch am Arsch der Welt, ne? Wir sind am Ende der Karte. Können wir denn eigentlich eine Ladung Silage gleich zu den Dings hinbringen, zu den Kühen? Nee, das geht bei Dings, beim Mais glaube ich nicht. Du kannst es gerne ausprobieren, Fabian, aber ich glaube nicht, dass es geht. Geht nicht. Okay, ja, stimmt, ist ja auch nicht gut. Jo, was ist hier? Also, Fabian, die Beine, die du da jetzt so hingebaut hast, willst du die ja so haben oder was? Vorsichtig, bremst ab. Immer zwei übereinander oder wie sieht's aus? Okay, bin wieder da. Habt ihr schon angefangen aufzunehmen? Ja, du hallo musst Tommy. Nachkommen. Du kommst jetzt zu 63, bitte. 63, okay. Ich muss mal telefonieren. Am Telefon sein. Ich muss mal telefonieren am Telefon. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, er telefoniert mit einer Banane. Mal telefonieren. Wow, fahr mir nicht so nah drauf. Das ist nicht mein Auto. Ich war doch gar nicht so nah drauf. Ey, das hier ist immerhin richtig geiler Feldweg, Abstand.
Hier ist gleich die Einfahrt, ich glaube davor stehen, ne? Ja. So, eben Mirko die Dinger abbauen. Denkst du, kommst gleich noch ein Zombie? Hab ich. Du musst hab immer. Jetzt darf ich sehen, wie ich hier rauskomme, ohne dass ich euch entgegenfahre. Ihr kommt Herr klar, wa? Patrick, fahr den Weg bis ganz nach unten und dreh. Ich muss jetzt ganz nach oben. Und drehen kann ich nicht, weil da die Trecker stehen. Ich kann auch schlecht überall... Seid ihr in Position? Jo. 3, 2, 1, los. Funktioniert nicht, einen Moment. Yeah. Nochmal zurück. Oh nein, jetzt ist Hexel auch kaputt, ne? Oh nein, das darf ja wohl nicht wahr sein, ne? Das auch noch. So. Pixel, du bleibst hier, wa? Zur Beobachtung. Hier ja. Wenn was ist, eben anfunken und dann komme ich mit Ersatzteilen. Daniel, wie schnell fährst du? Mein. Ich? 11. Schneller fährt der. Komm mal näher ran, Pixel. Mirko, du hast die Marke fahren. Wir fahren aber zum Feld hin. Ich weiß, dass sie es Amerikaner haben. Pixel, wo fährst du hin? Mit Absicht. Ich stelle mich jetzt erstmal an den Feldrand und warte, bis Fabi fertig ist. Ja. Warum? Du musst hier ein bisschen, wir müssen uns immer hin und her pendeln, wir beide. Ich war auch aufs Feld, auf dem Straße. Ja. Ein gutes Gelingen wünsche ich uns. Ja, gleichfalls. Und dann hier links runter, geht schneller, ne? Oh, guck mal, da kommt Tommy auch schon. Jo. Alter, wer hat hier... Leck. Standbild. 64 nicht komplett gepresst, hier ist noch. Fahr doch nicht rückwärts gleich, Mensch. Nein, ich wollte anhalten. Ja, aber dann musst du nicht rückwärts fahren. Dann lass ihn einfach ausrollen. 11. Ja, dann fahr auch. Los, du hast doch die Doppelreifen drauf. So, jetzt. Ja, wollte ich auch. Deswegen ist das eigentlich ein bisschen scheiße, wenn uns die Polizei entgegenkommt. Hey, fahrt ihr mit Doppelreifen auf der Straße oder was? Ja. Warum? Wo fahrt ihr denn hin? Achtung, zurück. Am Hexer spekulieren. Leon und Daniel, ihr bleibt da. Ihr fahrt mit mir jetzt zurück. Okay. Ich fahr ja nicht. Und. Leon fährt jetzt mit mir los. Zurück. Sowas geht gar nicht. Lustig. Was denn? Ein. Jetzt ist er da gleich alleine, wenn die erste Fahrer da kommt. Gut. Der sitzt bei mir in der Kabine, der sitzt so. Mathis? Was? Noch schlimmer. Warte, Mirko. Nein, ich versuche gerade was richtig Geiles zu machen, indem ihr mit eurem Schneidwerk an mir vorbeifahrt. Bei uns haben wir das auch schon oft genug gemacht, mit dem Reifen einfach auf die Straße zum Acker hin und geguckt. Ja, aber das geht alles aber nicht so breit, ne? Ich hab das nicht angemeldet. Wenn ihr angehalten werdet, darf ich das bezahlen. So, jetzt halt ins Bild. Mirko! Ja. Oh, Scheiße! Zurück! Nee. Oh, Gott. Okay. Oh, ihn als Hecklerfahrer einzusetzen war anscheinend ein Fehler. Ja, soll ich fahren? So, jetzt. Mein Lenkrad hört ihr nicht zufällig, oder? Doch, nein. Gerade einmal ganz kurz, aber sonst nicht. Oh Leon, dein Auto ist echt cool. Fabian, wie viel? Ja, ich 51%. Mathe ist. Das heißt noch circa. Mathe! Dein linker Blinker gering gerade nicht. Ich wollte eigentlich probieren, aus deiner Sicht vom Fahrzeug noch. Tut mir leid, gleich die Hecke mitnehmen, aber egal jetzt. Ja, du nimmst ja nicht nur die Hecke mit. Dein Rohr verklemmt sich auch schon am Baum. Ich muss eben auf die Straße, damit ich überhaupt gleich wieder aufs Feld drauf komme. Herrgott. Ich dachte eigentlich, dass ihr Klasse 2 vorne auch drauf macht, aber egal, das ist euch überlassen, wie ihr das genau macht. Pixel, setz mal ein Stück rückwärts. Willst du nicht machen, weil damit hast du nicht so gut gewirkt. 3, 2, Stopp. Yeah. Das ist euch überlassen, wie das am besten geht. Ich würde es nicht machen.
Jetzt? Ja. Ist das besser? Pixel? Ja. Wie sieht's bei euch aus? Ja. Sieht gut aus derzeit. Fabian? Gleich fahr ich, links. Also, rechts. Fadi? Fahr gleich einfach erstmal den Streifen ganz hoch, bitte. Ist die Tür auf? Weil damit machst du es jedem Abfahrer einfacher. Ja? Was? Lass mich mal, bleib du mal eben hier. Ich fahr gleich einfach mal die ganze Spur rechts hoch. Ja, mach das. Bitte. Einfach nur mal komplett die ganze Spur gleich rechts hochfahren. Rechts, ne? Ja, gut. Kommt da eh noch keiner. Ja, richtig, deswegen wollte ich da hin. An den Häckslerfahrer, wenn ihr 57, wenn du 57 fertig gehäckselt hast, sag mir eben Bescheid. Dann führe ich dich zum nächsten Feld. Ja. An die Kollegen bei der, beim Silo. Ich bin jetzt bei knapp 80%. Jo, ich seh's. Und jetzt rechts fahren, ne? Ja, gleich einfach einmal eine rechts. Runde. Eine Runde. So. Vorsicht. Jetzt. Vorsicht, das ist nicht unser Häcksler, der ist nur gemietet. Ich weiß. Naja, wir müssen vielleicht noch 1000 drauf zahlen, damit wir den, der die Reparatur zahlen können. Ja. 1000 das ist gut, dass ich Ersatzteile hab. Dass ich schon welche vor Jahren bestellt hab für jedes Mal häckseln. Das ist gut. Ja, hoffentlich ist das. Also, ey, und das aufbauen können wir das auch selber. Das sieht richtig geil aus. Ha? Pixel, soll ich dann gleich jetzt fahren oder soll Max es fahren? Was? Der dann Teufel, dann du. Jetzt drehst du Teufel jetzt, und dann Tommy. Jetzt drehst du und fährst einfach die Spur jetzt gleich runter. Ihr habt hoffentlich ein Vorgewende gemacht. Naja, das Vorgewende wurde nun nach der dritten Bahn gemacht. Wie viel? 92. Mathis, du fährst jetzt so, dass ihr im fliegenden Wechsel machen könnt. Ich bin schon dabei. Jo. Fliegender Wechsel ist an dieser Position etwas schlecht. Ja. Mathis, fahr mal Mirko. Wir fahren und bleibt einfach stehen und fährt hinterher. Weiß ich, steck fest. So, stopp Mirko. Ich bin voll. Ja. Hast du es gehört, Mathis? Ach, nicht Mathis, Quatsch. Daniel, mach dich bereit. Mathis ist schon. Lass mal schon ein bisschen hoch und runter fahren, nur aus Langeweile. Alter, ruckelt das bei dir auch gerade so, Daniel? Ja. Leon, ich fahr mal das kurz wird was auch zu essen, wenn wir über das Silo fahren. Ich muss gleich hier wieder weg. Mirko? Ja? Ja, falls du noch dann pass auf, dass deine Doppelreifen also auch auf in Silo bleiben. Was? Falls du mal festfahren willst, dann können wir nachher mal tauschen. Meine sind doof, meine haben Collie. Meine Doppelbereifung hat Collie. Mich überholen, das geht gar nicht. Das Warum? Geht nicht. Mich überholt man nicht. Wer hat denn bei Feld 64 nicht gedrescht? Da waren wir noch, glaube ich, gar nicht. Und warum liegt da dann eine Spur? Scheiße! Eine Uhr? Los. Eine Schwart. Okay. Da wird er denn gepresst. Der Teufel. Ich hab da kein gepresst. Doch, du hast da gepresst. Mathis, wie voll? Ich bin jetzt 30%. Nein, nicht schon wieder gefallen. Da hab's noch 2-3 Runden. Fabian, wo bist du gerade? Ich bin gerade bei Feld 80. Tommy, ruf mal Paddy an, ich brauche noch eine Zündkerze.
Pixel ist doch dabei. Achtung, Pixel, Zündkerzen hat Pixel eigentlich im Trecker. Nee, Zündkerzen im Auto liegen. Ich hab auch welche im Wagen. Ich hab doch den ganzen Werkzeugset drauf. Ich bin doch hier gerade. Hä? Ja, ihr müsst gucken, ob ihr eine passende findet, ne? Los. Mal nach hier. Ich sehe nur eine Fabian, kaputt. Ich glaube, du bist gerade dran vorbeigefahren. Nein, nur eine. Ich sehe nur eine. Ich bin jetzt mal gerade bei Feld 80 gewesen, ne? Ja. So, ich teste mal kurz. Wer ist denn gerade dran vorbeigefahren? Ich. Wer ist ich? Ich kann Brötchen holen, Pixel. Ach, Pixel, du fährst Brötchen holen, let's go. Wieso bringen wir das denn jetzt da zum Silo? Wo soll das denn sonst hin? Bei dem anderen, wo wir waren. Bei dem großen, wo schon das eine Silo gemacht wurde. Ja. Dann lass uns da hinfahren, dann gehen wir da jetzt, dann komm her. Was wir jetzt? Wir fahren ausnahmsweise mit Doppelbereifung, scheiß drauf. Hattest du wie viel? Ich hab jetzt erst 53%, also ich glaube eine komplette Runde noch. Wohin sollen wir denn gleich das sechste Silo bringen jetzt? Da oben, wo bei der Feuerwache 1 bei dem Silo. Achso, ja. Also da wo schon eins ist. Okay. Mathis? Was? Wie machen wir GPS? Warte. Wenn du damit nicht klarkommst, dann lass das. Du musst dir das vernünftig erklären. Das dauert. Das machen wir jetzt bei der Aufnahme nicht, das ist ein bisschen blöd. Okay. Sollen wir ganz rum? Oder sollen wir immer linieren? Wie ihr dann eventuell ja mitgekriegt habt, gibt es dieses Video dieses Mal aus auch mal wieder aus zwei Perspektiven. Die andere Perspektive ist bei dem Kanal von Mattis. Ja. Und ja, seinen Link, sein Video werde ich auch verlinken. Jo. Fabian, möchtest du Brötchen haben, Frische? Moment, ey. Hallo, wir haben gerade mal 7 Uhr. Ich hatte Frühstück erst um 10 Uhr eingeplant oder so. Ach. Nee, Frühstück um spätestens 8, hätte ich gesagt. Oder 8. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis die nächste Ladung da ist. Ich bin gerade mal 80%, nicht mal. 79. Du wirst es nicht glauben, aber das sehe ich. Pixel, dann bring nachher nochmal was vorbei zum Silo. Also hier, Fabian. Das kann echt dauern, bis das voll ist. 4% erst. Gute Heimfahrt noch. Heimfahrt? Pixel, du kannst ja auch bei mir mitfahren, ne? Ja, ich weiß. Patrick. Aber das ist blöd, wir brauchen. Ja? Ja, da bist du ja. Ja, ich warte jetzt noch kurz, ich fahre dann gleich zu Feld 57. Dann ja, mach das. Warte ich da auf die, weil Feld. Was war das? 63 ist fast fertig. Gut. Ja, so lange dauert es. Dann kommen erst noch ein paar kleine Felder. Ey, Teufel oder Tommy, einer von euch kann schon mal so langsam zu mir kommen. Teufel kommt erst. Am besten jetzt 92%. Wie viel ist denn überhaupt noch? Du bist wieder hier, sauber. 96. Bye. Ja, ich hole wir eben jetzt eben zum Hof, hol das Gitter für die Zwillingsreifen. Ah, das machen wir nachher. Ich bring dir die nachher mit dem Trecker. Bleib mal hier. Okay. Wie sollen wir das machen? Meinst du? War noch ein bisschen weiter. Wie viel Hänger schätzt ihr, brauchen wir noch bei 63? Mindestens einen nur noch. Teufel. Ja, also 9 und 10. Zwischen 9 und 10. Aber es reicht ja eigentlich, wenn wir nur einen verdicht haben. Das heißt, ich könnte rein theoretisch noch. Der Bumm, ich muss den Tempomat einschalten. Leon ist schon verdichtet. Ja, sehe ich auch. Los. Ja, noch reicht das mit einem Verdichter, aber. Das bleibt jetzt alles so, wie es geplant ist, weil wir brauchen auch keine mehr Abfahrer. Nee, ich hätte sonst eine andere Arbeit wohl durchgeführt. Ey, Fabi, ich werde das Video aber erst morgen hochladen, ne? Okay. Ich lad's heute hoch. Ja, wegen Internet. Weil ich brauche bestimmt eine Stunde, um es hochzuladen, deswegen. Rückwärts. Boah. Wisst ihr, ich hab morgen ersten beiden Stunden frei und geh trotzdessen zur Schule. Ich hab auch die erste Stunde frei und hab zur zweiten und gehe nicht zur Schule. So, weil das jetzt mit einem Verdichter reicht, gehe ich jetzt essen. Naja, ja. Wird aber ein bisschen schwer, alle Felder zu hier häckseln, weil wir ja gleich die Besprechung haben um 8. Um 8? Also 10 Minuten. Naja, sonst verschieben wir die Besprechung auf 9
20.30 Uhr. Um 20.30 Uhr kann ich nicht mehr. Wir können sie im Notfall auch während des Hexens. Warum nicht? Nein, geht nicht, weil die Besprechung sollen die ja nicht wegkriegen. Ja, auf jeden Fall ab 20.30 kann ich nicht mehr. Die ist ja nicht für dich. Doch, die ist für doch. Alle Teilnehmer und Spieler. Achso, ja, ist gut, hier mal wechseln. Also wäre gut, wenn wir es um 8 machen könnten und dann. Das ist Teil 1 der Hexe und dann Teil 2 irgendwann anders. Naja, sonst habe ich jetzt schon eine Idee, wie wir das machen. Ja. Das ist Häckselaktion Teil 1. Habe ich ja gesagt. Bis jetzt gleich um 8 machen wir noch weiter und dann gibt's einen Teil 2. Bis um nach 12 Minuten. Ja. Gucken, dass wir Feld 57 auch noch 57 noch gehäckselt kriegen. Wahrscheinlich, ich flog einfach gerade durch die ganze Map, weil es so geruckelt hat, ne? Nur dafür müsst ihr gleich eben Sally Dalli Halli. Ich kann nicht mehr lange sehen, Paul. Jetzt, es gibt jetzt auch Kaffee bei der. Jetzt schon. Wir sind gerade rangefahren. Ja, ist ja egal. Kaffeeversorgung. Rufe Pixel an. Ja, Pixel hört. Was? Wir haben CB-Funknummer. Ja, Pixel? Ja. Könntest du einen Kaffee vorbeibringen? Ja, ich hab schon für dich gerade einen Häcksler. Ich hab eigentlich für ihn einen mitgebracht, aber das kann ich ja jetzt nicht hören. Er redet ja nicht über CB-Funk. Ja, ich doch. Nein, du hast gerade gesagt, rufe. Ja, und dann. Aber dann hab ich gerade gesagt. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. Ich musste ganz kurz die Tür öffnen. Und der Hund hat sich gemeldet. Und dann war doch CB-Funk. Oh. Halt! Daniel, geh mal kurz weg da. Frage an den Häcksler. Ja? Wie weit? Hier ist dein Kaffee. Ich würde sagen, danke. Noch 4 Bahnen, dann ist dieses Feld fertig. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch einen Abfahrer. Nee, da hinten ist noch einer. Ich kann nicht jetzt schlecht sagen, wie viel wir noch brauchen an Abfahrern. Mathis, hier rein. Fahr mal zurück. Ja, fahr. Ich muss weiter darüber. Das passt doch. Mathis, ich fahr mal mit dir eine Runde mit, ja? Ja, mach das. So. Alter, die Lenkung ist so beschissen von diesem Ford hier. Ne, er fuhr fort und kam nie wieder. Ja, ich muss gucken. Nico, fahr mal ein Stück weit darüber, sonst schaffst du es nicht mehr hierbei. Moin. Deine rechte Hand sieht ganz komisch aus. Das kenne ich. Die so verdreht ist, ne? Ja. Der muss doch ein paar Kräfte in der Hand haben. Geht's dir auch gut, Tommy? Ja. Oder ist er Hand gebrochen? Und der Knoten ist einmal andersrum. Mehr gut, wenn sind es mehrere Knochen. Ja, zwei. Nee, Handgelenk, wie viel Knochen hat das angefangen? Wer ist jetzt gerade neben Häcksler? Das ist der Teufel. 80%, okay. Tommy, fahr mal dem Teufel hinterher schon. Ja. Ich hab doch keine 80%, ich hab 79. Und mach deine Pickup hoch. Jo. Ich sehe hier. Hä, du hast 80% hier. Guck mal, Inspektor. Nein, hab ich 79. Ja, haben wir hier noch welche, oder? Nee. Naja, ich glaube, wir kriegen nur noch dieses Feld hier zusammen. Dann fahre ich jetzt nur für die Aufnahme noch ein bisschen hier nebenher. Es hätte eigentlich gut geklappt mit zwei Häckslern, aber egal.
Das hat völlig geklappt. Hat geklappt mit zwei Hexern, aber egal. Ja. Gucken, ob ich zwei Abfahrer bei einem Hexer, zwei beim anderen. Ja, wir sind vier Abfahrer. Warum? Gucken, vielleicht schnappe ich mir gleich noch einen Häcksler. Dann geht das schneller. Na, 7 Minuten, das lohnt sich nicht mehr. Nein, wir machen in der nächsten Aufnahme, wenn schon dann. Dann machen wir daraus einen Mehrteiler. Hä? Teufel, warte bis 100 ist. Das ist, es muss nicht immer ganz genau sein. Es kann auch 98 mal aufhören. Ja, okay. Teufel, ein Fahr. Teufel, hau ab. Mathis ist bestimmt schon wieder da, wa? Ja, da kommt Mathis wieder an. Achtung, Tommy. So. Ich finde das so geil. Ich find's so geil, mit 60 über den Dings zu rauchen. Was machst du denn? Was macht die hier denn alle? Hast du so viel Pause hier, dann wird's ja wirklich Zeit, dass wir zwei Häcksler haben. Der andere Spot. Achtung, Fabian! Hey, Fabi, wir können doch machen, dass du den nächsten Teil aufnimmst. Also Teil 2 und ich nehme Teil 3 wieder auf. Ist doch egal. Ja, aber wäre so eine Idee von mir jetzt gewesen. Wer steht denn jetzt an Feld 19? Ey, hier muss ja noch gepresst werden, Feld 24. Weil ich würde das einfach voll geil finden. 19. Und, verschiedene stand gerade jemand. Das jedes Mal. 19 steht überhaupt keiner. Nein, ja, wir machen das. Einer. Wir machen das ja schon sowieso aus mehreren Perspektiven dann. Das reicht ja. Nur, das wird mir zu viel. Ich könnte auch noch aufnehmen, aber ich hab nur eine Qualität von 360p. Nee, ja, zwei Perspektiven reicht. Oder drei, wie viele wir jetzt haben. Ich nehme jetzt halt 180p oder 1440 auf. Wieso steht hier ein Feuerwehrauto? 1080 oder 1440. Außerdem Leon, ist dieser Kacken Feuerwehrauto. Ist mein... Der nimmt immer keinen Ton mehr. Leute, warum steht hier das MTF? Essensversorgung. Die Feuerwehr? Hä? Ja, ist gut, ist doch gut. Okay. Mach ist die mir Feuerwehr auch egal. Manchmal. Hauptsache Essen. Ist mir auch egal. Hab ich aber auch noch nicht erlebt. Warum bist du bei dem Silo? Ich dachte beim Hauptsilo. CB-Funk an Patrick. Ja. Ja, ich hab gerade mitgehört. Immer ja? Die Bahn richtig. Ich hab gerade über CB-Funk mitgehört. Ihr habt Essen da? Ich hab überhaupt. Achso, ja. Ey, Fabi, steig an. Ja, ich bring dir jetzt gleich was mit. Ja, danke. Ja, ganz nett. Der ja. Wechsel macht hungrig. Seid ihr jetzt doch beim anderen Silo? Wir sind jetzt hinten. Da wo die musst du einfahren, wo wir alle sind. Ja, ist das andere schon voll? Da kommt nichts drauf, da kommt dann irgendwas anderes hin. Leck. Was habe ich dann mal übersehen? Habe ich meinen schönen Fett zu Schrott gefahren. Der macht das nicht können. Fabian fährt mit seinem Trecker. War los, komm. Ja, was soll ich losfahren? Tommy ist erst bei 40. Tommy schafft dich. Ja, Fabian, was meinst du? Wann geht die Aufnahme denn schon? Fabian? Was denn? Hallo? Ach, du bist noch da. Wann geht die Aufnahme? Mein Tracker. Ich weiß. Paddy hat gefragt, wie lange die Aufnahme denn schon geht. Die Aufnahme geht bestimmt schon 30 Minuten fast. Ich hab mal nach 15 erstmal abgebrochen. Ja, gleich 30, gleich 30 Minuten. So. Ja, ich hab meine nach 15 Minuten erstmal beendet. Wir stoppen gleich sowieso, also. Ja, Leute, schreibt doch mal. Jetzt bitte kurz still sein. Ich möchte jetzt von euch wissen, was haltet ihr von solchen Aktionen? Sowieso landwirtschaftliche Arbeiten. Was haltet ihr davon, wenn wir das auch aufnehmen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.